Hallo, ich bin Pandur von RPG Guides und ich möchte euch in diesem Fallout 4 Video durch die Quest Die letzte Reise der USS Constitution führen. Als Belohnung für diese Quest winken sowohl der Breitseiter, was eine tragbare Schiffskanone ist, also eine schwere Waffe, und außerdem der Hut von Kapitän Ironside. Ihr müsst in dieser Quest einigen Robotern dabei helfen, die USS Constitution wieder in Gang zu bringen, was bedeutet, ihr solltet einen Begleiter mitnehmen, der pro Roboter bzw. Synth eingestellt ist. Also zum Beispiel Curie oder Deacon. Im Verlauf der Quest könntet ihr euch auch gegen die Roboter entscheiden, in dem Fall solltet ihr dann vielleicht wen anders wählen, wie zum Beispiel X688 oder so. Ihr könnt euch in dieser Quest viel Rennerei sparen, indem ihr viel Intelligenz besitzt, weshalb ich euch empfehlen würde, Kleidung mit viel Intelligenz, wie zum Beispiel ein Laborkittel oder Liams Brille mitzubringen. Und wenn ihr die nicht habt, beziehungsweise das nicht reicht, um auf, na sagen wir mal, mindestens 5, besser noch 9 Intelligenz zu kommen, dann solltet ihr vielleicht noch ein paar Chems mitbringen, wie zum Beispiel ein Daddy-O, Mentats oder Excel. Wo ihr all diese Sachen findet, erfahrt ihr in unseren entsprechenden Guides, also im Chems Guide, dem Kleidungsguide etc. Nun möchte ich aber mit der eigentlichen Quest beginnen. Wie ihr schon gesehen habt, findet ihr die USS Constitution ganz im Osten von Boston, in der Nähe des Wassers, aber nicht mehr im Wasser. Der Ausguck nimmt euch unten in Empfang und je nachdem, ob ihr Mann oder Frau seid, identifiziert ihr euch gleich als Armeeveteran oder als Rechtsanwältin, wie auch immer, beruft euch jedenfalls in dem Augenblick zur Marine ein. Ihr müsst dann einmal im Zickzackkurs durch das Schiff durchgehen, werdet dabei eventuell vom ersten Mat aufgehalten, weil der euch als feindlich ansieht, aber der Captain pfeift ihn sofort zurück. Wenn ihr dann durch dieses Wirrwarr aus Treppen durch seid, kommt ihr wieder an Deck und da trefft ihr Captain Ironside. Ich will nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krähennest soll sofort 2-Backbord absuchen, aber zackig! Hi, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Der erste Mat hat sie hoffentlich nicht zu hart angenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Danke, dass du ihn zurückgepfiffen hast. Der Scan zeigt, dass sie noch alle nötigen Gliedmaßen haben. Also alles bestens. Ich bin Captain Ironsides, Kommandant der USS Constitution. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby. Ich spucke auf dich. Traurig. Für so ein historisches Schiff. So viel Vergangenheit. Hier zu bleiben ist traurig. Da sind wir einer Meinung. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, im Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurfsratten und Taugenichts als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Mission angehen können. Wenn ich dir helfe, will ich einen Vorschuss haben. So etwas höre ich selten. Wären Sie bei der Marine, würde ich Sie an Ihren Schwur erinnern. Aber als Soldat? Ich werde gleich eine leistungsabhängige Sonderzahlung genehmigen. Sprechen Sie mit dem Zahlmeister. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten! Beeilt euch, Leute! Plünderer im Anmarsch! Soldat, an die Kanonen! Töten nur als Ultima Ratio! So, der Captain möchte also, dass ihr sein Schiff wieder in Gang bringt. Als erstes müsst ihr aber mal diesen Plündererangriff abwehren. Ihr könnt die Plünderer von hier oben aufs Korn nehmen, falls ihr Scharfschütze seid. Die rücken nach und nach an. Ihr könnt aber auch runtergehen und einen nach dem anderen im Nahkampf angreifen. Eine Sache, die ihr auf alle Fälle nicht machen solltet, ist hier von oben herab mit Mini-Atombomben, Granaten oder sonst was zu arbeiten. Denn wenn ihr einen der Protektoren, Mr. Handys oder sonst was hier von der Crew trefft, dann wird die gesamte Crew feindselig und ihr könnt die Quest mehr oder weniger vergessen. Falls ihr tatsächlich von hier oben kämpft und langsam einen Plünderer nach dem anderen aufs Korn nehmt und sie dann irgendwann zu viele werden, könnt ihr auch die Kanonen abfeuern. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr diesen Deckel des Stromkreisunterbrechers öffnet, falls der noch nicht auf ist. Also das Ding ist direkt neben Captain Ironsides eigentlicher Position, wo dieser zerstörte Computer steht. Und dann legt ihr den Hebel um. Und in dem Augenblick werden alle Kanonen auf einmal einmalig abgefeuert. Das deckt quasi den ganzen Boden vor dem Schiff mit Explosionen ein und vernichtet somit alles, was da unten rumläuft. Lohnt sich dann logischerweise erst, wenn da ein bisschen Andrang ist und nicht, wenn da nur ein oder zwei Leute rumstehen. Nach dieser Schießerei könnt ihr euch dann mit Mr. Navigator auf dem Deck unterhalten, der euch die erste Aufgabe gibt.
Diese Aufgabe besteht darin, den Langchip von den Plünderern zurückzuholen, die gerade angegriffen haben. Ihr müsst also wieder oder zum ersten Mal von Bord der USS Constitution gehen. Ihr braucht dabei nicht den kompletten Weg durch den Rumpf zurücknehmen. Wie Mr. Navigator gesagt hat, wurde das Beiboot aktiviert, was bedeutet, ihr könnt zum Heck des Schiffes gehen und dort ist so eine Art Lift in Form des Beibootes halt, was immer runter und hoch fährt, wenn ihr sich euch dem nähert. Ihr geht dann also südlich zu diesem kleinen Laden oder was das mal war, wo Mandy vorsteht und unterhaltet euch mit ihr. Mandy Stiles ist die typische Plünderin, die versucht schon seit Ewigkeiten mit ihren Leuten an Bord zu kommen, aber die Roboter lassen sie halt nicht rein, denn im Gegensatz zu euch ist sie nicht eine Amerikanerin oder ein Amerikaner, der tatsächlich einen Personalausweis etc. besitzt. Und somit schießen die Roboter auf sie. Und in euch sieht Mandy jetzt halt die Person, die rein kann und das Schiff sabotieren kann. Entsprechend könnt ihr euch innerhalb dieses Gespräches auf die Seite der Plünderer schlagen oder weiter für die Besatzung der USS Constitution kämpfen. Unabhängig davon, was ihr Mandy jetzt sagt, verläuft die Quest bis zum Start des Schiffes dadurch identisch. Es unterscheiden sich eben nur, wie ihr jetzt an den Chip kommt und was letztlich bei dem Start des Schiffes dann passiert. Ihr könnt an dieser Stelle also jetzt ablehnen und müsst den Chip dann stehlen. In dem Fall müsst ihr einmal durch den ersten Raum durchgehen und in dieses Hinterzimmer. Dummerweise guckt da eine Wache direkt auf den Schrank mit dem Chip. Das bedeutet, ihr müsst euch hinter dem Schreibtisch verstecken, sodass ihr auch nicht wirklich entdeckt seid, also diese Verstecktanzeige bekommt, und dann greift ihr euch den Chip aus dem Schrank. Falls ihr wie ich hier Curie oder jemand anders dabei habt, der gegen Stehlen ist, dann befehlt diesem Begleiter zunächst draußen zu warten, in sicherer Distanz, damit die Person nicht mitkriegt, dass ihr etwas stehlt. Wenn die Plünderer euch dabei entdecken, müsst ihr sie abknallen, was aber auch nicht wirklich tragisch ist, denn die würden später eh nochmal angreifen und so erspart ihr euch später ein paar Feinde. Falls ihr den Chip gestohlen habt, dann flieht ihr am besten durch diese zugekettete Tür in dem gleichen Raum, damit ihr nicht nochmal einem der Plünderer begegnen müsst. Der Alternativweg ist natürlich, jetzt Mandy zu sagen, dass ihr bereit seid, für sie zu arbeiten. Dann gibt sie euch diesen Lenkchip freiwillig und ihr könnt einfach zu Captain Ironsides bzw. dem Navigator zurückkehren. Ob ihr später tatsächlich für die Plünderer arbeitet oder nicht, entscheidet sich dann beim Beschaffen des letzten Teils für die USS Constitution. Es ist hiermit also noch nicht wirklich festgelegt. Ich persönlich habe gedacht, dass der Langchip in das Lenkradar kommt, also dieses große gelbe Teil auf Deck, aber es ist falsch. Vor dem Ding steht so eine Art steinzeitlicher Computer, keine Ahnung was, das nennt sich Kernsteuerungssystem und da müsst ihr diesen Langchip einsetzen. Damit ist diese erste Aufgabe dann abgeschlossen. Als zweites beauftragt euch Mr. Navigator dann tatsächlich mit der Reparatur des Lenkradars, was ich gerade noch untersucht habe, also dieses große gelbe Teil daneben. Und wie ihr sehen könnt, lässt sich das ganz einfach improvisieren, wenn ihr genug Intelligenz habt. Dafür ist, wie gesagt, die Kleidung und die Buffs, von denen ich am Anfang schon erzählte. Falls ihr aber nicht genug Intelligenz besitzt, also sowohl vom Grundwert her nicht, als auch mit Kleidung und Buffs zusammen nicht, dann könnt ihr natürlich ein Ersatzteil besorgen. Diesen Poseidon-Radarsender findet ihr dann in dem Poseidon Energy Turbine 18F-Werk. Das ist kein Gebäude mit so einem eigenen Zoning, sondern einfach nur ein freistehendes Gebäude, wo ihr kurz rein müsst, ein paar Kakerlaken erschießen müsst und euch dann das Radar holen könnt. Ist also ein relativ kurzer Weg, wie ihr auf der Karte sehen konntet, befindet sich das nicht so weit weg von der USS Constitution, ganz in der Nähe von dieser einen Polizeistation, BET-DSL oder keine Ahnung, wie das Ding heißt. Es sollte wirklich keine große Hürde sein. Wenn ihr diesen Radarsender eingebaut habt und erneut mit dem Navigator gesprochen habt, um euch eure Belohnung abzuholen, dann schickt der euch weiter zu dem Bootsmann unter Deck, also Bosun. Diese Mr. Handy-Version ohne Arme findet ihr direkt, wenn ihr die erste Treppe runtergeht, vor der Kapitänskajüte. Eben weil Bosun die Arme fehlen, kann er sämtliche Aufgaben, die er hat, eigentlich nicht ausführen und deswegen müsst ihr das jetzt machen.
Die erste Aufgabe besteht darin, drei Stromkabel zu reparieren. Und Ersatzkabel findet ihr direkt neben Boson. Braucht ihr aber auch nicht unbedingt, wenn ihr zumindest drei Intelligenz habt, dann könnt ihr jede Kabelbox so per Hand reparieren. Die erste Box findet ihr wenige Meter von Boson entfernt, gleich auf derselben Etage. Die anderen beiden Stellen, wo ihr die Kabel reparieren müsst, sind eine Etage darunter. Ich selbst verlaufe mich hier auch öfters. Das Zielsuchsystem ist ja nicht so genial. Ich möchte mich daher ein wenig hier für die Aufnahme entschuldigen, die jetzt nicht hundertprozentig akkurat ist, beziehungsweise nicht unbedingt den schnellsten Weg zeigt. Nach dieser Reparatur stellt sich heraus, dass es jetzt Stromschwankungen gibt und ihr diese Netzrelaisspule ersetzen müsst. Das ist wiederum so ein Schaltkasten, der nur wenige Schritte auf der gleichen Etage ist. Der hängt an der Wand, also so eine Art Sicherungskasten. Und wie ihr sehen könnt, kann man auch diese beschädigte Spule wiederum mit 5 Intelligenz in dem Fall reparieren, was halt der kürzeste Weg wäre. Wenn ihr diese 5 Intelligenz nicht besitzt, dann müsst ihr tatsächlich eine neue Netzrelaisspule kaufen gehen. Der nächstgelegene Ort dafür wäre Bunker Hill. Dort müsst ihr an diesem weißen Turm vorbei, hinten zu den Geschäften gehen. Dort findet ihr die Mechanikerin Depp, die führt ja so eine Art Gemischtwarenladen, nenne ich es mal. Und da könnt ihr dann für 19 Kronenkorken so eine Netzrelaisspule kaufen. Ihr braucht nur eine einzige. Wenn ihr das auch abgehakt habt, dann seid ihr mit dem Bootsmann fertig und könnt zurück zu dem Captain gehen. Ironside selbst hat da noch eine letzte Beschaffungs- bzw. Reparaturmaßnahme für euch. Ihr müsst in dem Fall Turbopumpen-Kugellager besorgen. Diese befinden sich in der Corvega-Fertigungsanlage. Das ist eine Fabrik, in der ihr ganz zu Beginn des Spiels schon mal wart. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ihr von den Minutemen nach Ten Pines Bluff geschickt wurdet und die Siedler euch da gesagt haben, dass ihr sie von den Raidern aus der Corvega-Fertigungsanlage befreien sollt. Und zu dem genau gleichen Ort müsst ihr jetzt wieder. Also damit meine ich nicht nur, dass ihr wieder in diese Fertigungsanlage rein müsst, sondern genau da, wo ihr vorher hin musstet, innerhalb der Anlage, müsst ihr jetzt auch wieder hin. In diesem letzten Raum, wo das Oberhaupt war, steht eine Kiste, wo ihr diese Turbopumpenkugellager findet und wo auch dieses Comicheft früher lag. Solltet ihr mittlerweile eingesteckt haben. Und wenn ihr die aufgenommen habt, könnt ihr halt zu Ironside zurückkehren. Beziehungsweise in dem Augenblick, wo ihr jetzt diese Turbopumpenkugellager habt, müsst ihr euch entscheiden, für welche Seite ihr die Quest vollenden wollt. Also ich würde empfehlen, macht es für die Besatzung der USS Constitution weiter, aber es ist halt eure Sache. Wenn ihr für die Plünderer kämpfen wollt, dann müsst ihr jetzt einmal zu Mandy zurückgehen, ihr von diesen Turbopumpenkugellagern erzählen und sie diese manipulieren lassen, damit die bei dem Einsatz kaputt gehen. Ob nun mit intakten oder sabotierten Turbopumpenkugellagern geht ihr dann unter das erste Deck, also da, wo der Bootsmann steht. Ihr habt da den Schlüssel für die Kapitänskajüte bekommen und könnt die jetzt problemlos aufschließen. In dem Augenblick solltet ihr euch erstmal dieses US-Handbuch für verdeckte Einsätze von dem Tisch nehmen und dann könnt ihr halt die Turbopumpen einsetzen. An dieser Stelle gibt es übrigens erstmalig keine Reparaturmöglichkeit mit viel Intelligenz. Also ich habe das selbst mit 20 Intelligenz ausprobiert. Es gibt keine Alternative. Diese Turbopumpenkugellager musstet ihr tatsächlich besorgen. Sobald die installiert sind, könnt ihr zurück an Deck gehen und mit Captain Ironsides reden. Was dann passiert, ist davon abhängig, wie ihr euch entschieden habt. Also wenn ihr euch für die USS Constitution entschieden habt, dann greifen die Plünderer jetzt an und ihr müsst wie am Anfang der Quest alle abknallen. Entweder von oben, von unten, wie auch immer ihr das machen wollt. Wenn ihr hingegen die Plünderer unterstützt habt, müsst ihr jetzt wieder von Bord gehen und mit Mandy reden. Dann gibt's halt erstmal keinen Angriff. Wenn dieser Angriff zurückgeschlagen ist oder gar nicht stattfindet, dann befiehlt euch Captain Ironsides, die Hilfsenergie zu aktivieren, was ihr außerhalb des Schiffes macht, in einem Gebäude. An der Stelle solltet ihr auf alle Fälle erstmal von Captain Ironsides eure Belohnung für die ganze Questreihe bekommen, nämlich den Breitseiter, diese tragbare Schiffskanone.
Dafür springt oder geht ihr über das Beiboot von Bord, dann in dieses gegenüberliegende Gebäude, wo sich der Sicherungskasten dafür befindet. Und wenn ihr für die USS Constitution seid, dann hebt ihr in dem Augenblick ab, was ich euch jetzt hier mal kurz zeigen möchte. Mr. Navigator, fahren Sie den Antrieb langsam hoch. Halten Sie den Antrieb. Energie im normalen Bereich. Beginnen Countdown. 3. 2. Habt ihr euch hingegen für die Plünderer entschieden, dann explodieren die Triebwerke und ihr müsst Captain Ironsides und die gesamte Besatzung mit den Plünderern zusammen erledigen. In dem Augenblick, wo der Kampf vorbei ist, könnt ihr dann wieder mit Mandy reden, aber das Gespräch geht bedauerlicherweise nicht gut für euch aus. Also die erzählt euch dann von einer Abstimmung, dass sie zwar für euch war, aber alle anderen gegen euch gestimmt haben und ihr deswegen sterben müsst. Dieser Kampf ist ein bisschen verbuggt, weil zumindest Mandy und auch ein, zwei andere Plünderer erstmal noch für eine Minute oder sowas freundlich sind und damit dann auf die anderen feindlichen Plünderern selbst feuern, aber irgendwann wird auch Mandy feindlich und dann könnte sie abknallen. In diesem Szenario explodiert Captain Ironsides ausnahmsweise mal nicht wie jeder andere Wachroboter in so einer großen, ich sag mal, Atomexplosion, sondern ganz normal. Aber aus irgendeinem Grund kann ich ihn hier an der Stelle nicht looten. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe gehört, dass man ihn looten können soll, wenn man sich direkt in ihn reinstellt. Ich habe es nicht geschafft. Keine Ahnung, ob er dann seinen Hut bei sich hätte und ihr den plündern könntet. Wenn ihr euch hingegen für die Alternative oder den, ich sag mal, normalen Questverlauf entschieden habt, also die Besatzung der USS Constitution unterstützt habt und diese abgehoben ist, dann ist die in das nächste Gebäude gecrashed, wie ihr schon gesehen habt, und ihr könnt sie erneut aufsuchen. Dafür müsst ihr nur einmal zu dieser Fenuel Hall reisen, wo die ganzen Supermutanten sich vorumtreiben. Und wenn ihr die abgeknallt habt, geht ihr unter diesem Gerüst durch, dreht euch dann nach links zu diesem blauen Gebäude, worauf die USS Constitution liegt, geht am besten einmal durch diesen Bus durch und lauft dann direkt auf einen Fahrstuhl zu. Mit diesem Fahrstuhl landet ihr erstmal in einem Zwischengeschoss, da geht ihr einmal durch in den nächsten Fahrstuhl. Und wenn ihr dann aus dem zweiten Fahrstuhl steigt, kommt ihr an Bord der USS Constitution wieder raus. Theoretisch müsst ihr an diesem Punkt nur noch einmal mit Captain Ironsides reden, damit er euch auch nach dem eigentlichen Abschluss der Quest nochmal belohnt. Der kann hier ein bisschen verbuggt sein und nicht reagieren wie bei mir gerade. Falls das der Fall ist, geht einmal unter Deck und kommt dann wieder an Deck, dann sollte es funktionieren. In dieser letzten Dankesrede übergibt er euch dann seine Kajüte, weil er selbst nicht unter Deck gehen kann und außerdem einen Lieutenant-Hut. Der heißt zwar anders, sieht aber genau aus wie der von Captain Ironside. Damit ist die Quest dann endgültig abgeschlossen und ihr habt hier theoretisch einen neuen Rückzugsort. Also ihr könnt an Bord schlafen, ihr habt da ein Labor und alles mögliche andere Zeug. Und ich bin somit mit diesem kleinen Questguide durch. Ich hoffe, er war aufschlussreich für euch und konnte euch ein wenig weiterhelfen. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden und euch bitten, einmal den Like-Button anzuklicken, falls euch dieses Video weitergeholfen hat. Besten Dank! Nun, nicht unter Deck passe, trete ich Ihnen hiermit auf die Kapitänskabine ab. Ein dreifaches Hoch auf unseren neuen Lieutenant! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra!